Hallo. Ja, viele werden sich vielleicht gewundert haben, warum ich einige Videos rausgenommen habe. Die Sache ist folgende. Im Moment ist gerade eine sehr, wie soll ich sagen, eine heiße und intensive Phase in der ganzen Sache. Ihr wisst ja, es gibt private Verfahren gegen die Natalia meinerseits. Und ich habe das jetzt mit bestimmten Leuten, die da eben informiert sind, die da mit mir zusammenarbeiten, um ein Beispiel zu nennen, Rechtsanwälte, aber es gibt auch andere fachkompetente Leute, die mich da unterstützen. Und mit denen habe ich das abgesprochen. Und aufgrund dessen habe ich jetzt einige Dinge rausgenommen. Die werden dann später vermutlich wieder reinkommen. Es ist nur so, es gibt schwebende, laufende Verfahren und über die kann ich jetzt auch nichts sagen. So leid es mir tut, ich würde gerne, weil dann wüssten einige, was Sache ist, auch eben Dinge in Bezug auf diese Fragen zum Thema Mia und so weiter. Aber ich kann über schwebende Verfahren, kann und darf ich auch nichts sagen. Über Strategien, was mein Vorgehen betrifft. Es wäre jetzt so, wie wenn ich ein Weihnachtsgeschenk für meine Tochter habe und ich zeige es euch hier öffentlich im Video schon im November, dann ist der Überraschungseffekt einfach weg. Und dann, ja, ich denke oder ich hoffe, ihr versteht das. Das wollte ich euch noch sagen. Ich plane noch weitere Videos. Es wird also auf jeden Fall weitergehen, keine Frage. Die muss ich jetzt aber erst schneiden und im Moment ist wirklich gerade eine extrem intensive Phase. Ich muss unglaublich viele Unterlagen zusammensuchen. Ich habe mittlerweile vier, fünf Aktenordner zu dem Thema Mildenberger. Das ist also unglaublich. Ich habe Daten im Rechner und ausgelagerte Festplatten. Das ist wirklich unvorstellbar. Ja, also keine Panik. Der Kanal, den gibt es weiter. Ihr könnt jetzt mal vorerst hier unter dem Video kommentieren, bis es wieder weitere gibt. Und ich denke, ich hoffe, dass ich in vielleicht 2 Wochen noch mal was habe. Das liegt schon länger bei mir und ich muss mich darum kümmern. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, aber ich komme im Moment ganz, ganz schlecht dazu. Meine Tochter ist aus dem Urlaub auch wieder da und geht arbeiten. Dann habe ich auch wieder die Remi immer wieder mal da, je nachdem, wie sie arbeitet. Habe dann also 2 Hunde, um die ich mich kümmere. Da bin ich dann auch eingespannt. Einen Beruf habe ich ja auch noch, so ganz nebenbei irgendwo. Muss ich ja auch die Brötchen verdienen für Hund und mich. Und ja, wie gesagt, das andere nimmt gerade sehr viel Zeit in Anspruch. Vielen Dank für euer Verständnis und bitte auch einfach mal einen Vertrauensvorschuss. Bis jetzt ist alles, was ich hier gemacht habe und gesagt habe und gezeigt habe, hat alles der Wahrheit entsprochen. Es hat alles immer ein bestimmtes Ziel verfolgt und auch erreicht. Wenn viele jetzt eben auch die Sache mit Mia, warum, wieso, weshalb, einfach mal glauben, es hat wirklich Gründe, es sind keine Gründe, um mich zu bereichern, um Gottes Willen, an dem alten Hund kann man sich nicht bereichern, das wissen alle von euch, Hunde zu vermitteln, die Secondhand sind, die irgendwie irgendeine Macke haben oder sonst was, die gestörtes Verhalten haben, des Angsthundes sind, die aggressiv sind, die Krankheiten haben, die Altersgebrechen haben und so weiter. Hat jeder Tierschutz, jedes Tierheim, alle haben da ihre Probleme, solche Hunde zu vermitteln. Und wie gesagt, man wird nicht reich damit, sonst würden das sehr viele Leute machen und funktioniert eben nicht. Und deshalb einfach das Vertrauen in mich setzen, es hat alles seinen Grund. Nach wie vor, wer Interesse hat, einen Hund zu übernehmen, mich bitte per E-Mail anschreiben. Meine E-Mail steht in der Kanalinfo. Und ich werde mich bemühen, bald wieder neue Videos einzustellen und alles Weitere werde ich berichten, sobald ich kann und auch rechtlich gesehen darf, wie es da weitergeht. Es ist nichts stagniert, es ist vieles am Laufen, aber wie gesagt,
über laufende Verfahren und Vorgehensweisen kann und darf ich nicht berichten. In diesem Sinne ein schönes Wochenende und wir sehen und hören uns und auch mal wieder in dem Livestream. Bis bald!